Ich grüße euch ganz herzlich am Erntedanktag. Obwohl das Bewahren von Gottes Schöpfung, die Sorge um das Klima, der Umweltschutz, der Einsatz für die Natur wieder stärker und vehementer in den Vordergrund rücken, können immer weniger Menschen mit dem Begriff Ernte doch wirklich etwas anfangen. Zugegeben, manch einer besitzt einen Garten und erntet das auf Balkonen angepflanzte, zumeist Tomaten oder Zucchini und hin und wieder auch etwas ganz Exotisches. Einige machen sich auch zu den Bauern auf, verbringen dort ein paar Stunden mit den Kindern und nehmen die Angebote des Selbstpflückens in Kauf. Um die Bedeutung von Ernte weiß dann aber doch kaum jemand. Wir erwerben die Waren im Supermarkt, im FDJ. Und der Text stammt von Christa Wolf, heißt es in der ersten Strophe. Und der Bauer bestellt wieder Acker und Feld, bald blüht es all überall. Wir wollen uns in diesem Gottesdienst mit euch auf den Weg machen. Wo können wir auch im übertragenen Sinne ernten? Und wann müssen wir danken? Und wie bewahren wir verantwortlich Gottes Schöpfung, die unser Herr uns anvertraut hat? Also sag ich einfach, kommt mit. Und wir hören dann noch einmal auf den 34. Psalm. Selbst starke Löwen leiden oftmals Hunger. Doch wer zum Herrn kommt, findet alles, was er zum Leben nötig hat. Wir feiern und wir halten diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und die Erde gemacht hat. Wir feiern und wir halten diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und die Erde gemacht hat. Gott, wir danken dir, dass du uns sättigst an Leib und Seele. Richte unsere Augen auf deine Barmherzigkeit. Wir klagen dir den großen Hunger auf unserer Erde, den wir mitverschulden durch unseren Lebensstil. Richte unsere Augen auf deine Gerechtigkeit. Wir warten gemeinsam mit allen Geschöpfen, dass du Himmel und Erde endlich erneuerst und Frieden wächst auf unserer Welt. Richte unsere Augen auf dein Kommen.
Heute will ich danken für die Ernte, für das Jahr, für das, was ich einbringen durfte in die Scheune meines Lebens. Auch wenn mir nicht so zumute und mir das Jahr noch nicht geheuer ist, will ich dennoch danken für all das, was geworden ist. Inmitten der Krise, inmitten von Beschränkungen und Einsamkeit, konnte Neues entstehen, wachsen und reifen. Dankbar sehe ich auf die Begegnungen, die ich achtlos wie selbstverständlich nahm und die ich neu sehe im Licht dieses Jahres. Dankbar erlebe ich, wie ich mich neu öffnen kann in all der Enge der Welt, neue Weite erfahre und erlebe. Dankbar bin ich meinem Gott, der mich auch in schweren Tagen begleitet und mich führt, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Wir hören das Evangelium nach Markus. Zu dieser Zeit war wieder eine große Volksmenge bei Jesus zusammengekommen. Da die Menschen nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich. Er sagte zu ihnen: Ich habe großes Mitleid mit den Menschen. Sie sind nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen. Denn einige sind von weit her gekommen. Seine Jünger antworteten: Wo soll in dieser einsamen Gegend das Brot herkommen, um diese Leute satt zu machen? Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten: 7. Jesus forderte die Volksmenge auf, sich auf den Boden niederzulassen. Da nahm er die 7 Brote. Er dankte Gott, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen. Und die Jünger teilten das Brot an die Volksmenge aus. Sie hatten auch noch einige kleine Fische. Jesus dankte Gott dafür und ließ sie ebenfalls austeilen. Die Menschen aßen und wurden satt. Danach sammelten sie die Reste und füllten damit 7 Körbe. Es waren etwa 4000, die Jesus heimschickte. Worte unseres Herrn Jesus Christus. Gemeinsam wollen wir unseren Glauben bekennen. Ich glaube, dass unsere Welt aus Gottes guten Händen kommt, schön und unendlich reich an Farben und Formen, wunderbar geordnet im Zusammenspiel der Kräfte und im Geflecht des Lebens, Lebensraum für alle Kreaturen, uns Menschen anvertraut, ihn zu bebauen und zu bewahren, noch nicht am Ziel, sondern immer noch im Werden. Ich glaube, dass Jesus Christus die Hoffnung ist für unsere Welt. Mitleidend mit allen Geschöpfen bis hin ans Kreuz will er in vorbehaltloser Liebe uns dazu befreien, leben zu lernen im Einklang mit unserem Schöpfer, teilzuhaben an seiner Macht, Krankes zu heilen, Hass, Unfrieden und Resignation zu überwinden. Als Auferstandener will er uns erwecken zu neuem Leben. Ich glaube an den Heiligen Geist, der uns die Augen öffnet für das göttliche Geschenk der Vergebung, uns beflügelt zu klarsichtigem Handeln, uns zueinander führt in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, über Parteien und Landesgrenzen hinweg zu gemeinsamen Tun, im Dienste des Lebens, zum Lobe Gottes, in der Hoffnung auf Vollendung. Thank you.
Also so recht von Herzen zu danken, kann in diesem Jahr unter Umständen recht schwer fallen. Ich denke immer noch an die Auswirkungen der Corona-Krise, die damit einhergehenden Spaltungen in der Gesellschaft, die Auseinandersetzungen um die Maßnahmen, die Entfremdungen unter Freunden und Verwandten und die Auswirkungen der Flutkatastrophe sind noch nicht gänzlich beseitigt. Menschen leiden bis heute, sind um Hab und Gut gebracht. Und ich denke auch an die Brände in Südeuropa, Südosteuropa. Aber du musst doch auch daran denken, dass wir immer noch genug zu essen haben. Die Regale in den Supermärkten sind gefüllt. Mangel ist für uns ein Fremdwort. In meinen Augen liegt da das Problem begründet. Für uns mag der Mangel weitestgehend unbekannt sein, obwohl ich auch das für die deutsche Gesellschaft nicht pauschal formulieren würde. Wir alle kennen die Kindes- und Altersarmut, von der immer häufiger und eindringlicher gesprochen wird. Sie war Wahlthema. Aber ohne jeden Zweifel verhungern Menschen auf der ganzen Welt, nicht zuletzt deshalb, weil wir uns einen relativen Wohlstand bewahren können. Am Erntedanktag geht es um den Dank an unseren Schöpfer, der uns gute Gaben reichlich zukommen lässt. Aber das zu vermitteln, fällt, ehrlich gesagt, nicht immer leicht. Besonders dann, wenn Menschen erkennen und deutlich vor Augen haben, dass es nicht allen gut geht und denen es keinesfalls nach Danke zumute ist. Aber liegt es nicht gerade an uns, für eine gerechte Verteilung der Güter zu sorgen? Zweifellos. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass diejenigen, denen es gut geht, auch abgeben müssen. Auch ohne staatliche Eingriffe, sondern aus einem gewissen Selbstverständnis heraus. Hier sind wir bei den meiner Meinung nach großen Problemen unserer Zeit angekommen. Der Werte, insbesondere der christlichen Werte, sind wir weitestgehend verlustig gegangen. Wir leben in Tagen, in denen Menschen zuallererst an sich selbst denken und dann erst an andere. Aber so kann doch nun schon seit Jahren, ja fast Jahrzehnten gepredigt werden. Du sagst ja nicht unbedingt etwas Neues. Werteverlust beklagen wir nicht erst seit gestern. Gut, das mag wohl sein. Dennoch kann man immer wieder mahnen und daran erinnern, eben weil es ja nicht besser wird. Du gibst Speise zur richtigen Zeit. Du öffnest die Hände und sättigst alles, was lebt. Deine Liebe kommt nahe denen, die dich suchen. Die dir vertrauen, behütest du. Täglich will ich dich loben, Gott, und von deiner Güte erzählen. Tatsächlich fromme Worte. Ja, ich habe jetzt einfach mal nach Psalm 145 frei formuliert. Sei ehrlich, es gibt doch aber auch genügend Menschen, die durchaus auf Gott vertrauen, denen es aber dennoch am Notwendigen fehlt. Aber hier sind wir nun wieder dort angekommen, wo wir eingangs vielleicht schon nachgedacht haben. Der Kern, die Reicheren in die Verantwortung rufen und bereits in der Urkirche, einen frühen Christen, fühlten sich die wohlhabenden Gemeinden, die es durchaus gab, in die Fürsorgepflicht gerufen und haben mit einer Kollekte die Ärmeren unterstützt. Und eine Tradition, die fortgeführt worden ist, hat hier ihren Ursprung. Mir ist einmal ein schönes Wort begegnet, das passt sehr gut in diesen Kontext. Es gibt Menschen, die können sich selbst vergessen
und werde deshalb nicht ärmer. Es gibt Menschen, die denken nur an sich. Sie finden keine Freunde. Allein sind die dran, die sich auf Reichtum verlassen, für eigenen Besitz sich aufbrauchen, als wäre das alles im Leben. Gut sind die dran, die teilen können, damit alle ihr Recht bekommen. Gut sind die dran, die wissen, dass sich das Leben lohnt, wenn satt werden, die hungrig sind, wenn Wohnung finden, die in Löchern hausen, wenn lachen können, die nichts zu lachen haben. So oder so ähnlich steht es im Buch der Sprüche geschrieben. So erntet dann soll es meiner Meinung nach nicht nur um den Dank für die Ernte gehen, sondern eben auch um das Achten für die Schöpfung. Letztendlich das Bewahren dieser, damit eben auch zukünftige Generationen ernten können. Erntedank ist eben auch Verpflichtung. Wir sollen begreifen lernen, dass uns unser Leben geschenkt ist. Ein Wunder, dass die Sonne für uns scheint. Dass der Regen die Straßen wäscht und die Luft nach Herbstfeuern riecht. Dann sollte uns aufgehen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Dankbarkeit. Das ist sehr poetisch formuliert. Hin und wieder halte ich auch sehr viel davon. Ist es nicht verkehrt? Erntedank, aber eben auch als Verpflichtung. Ich wiederhole mich. Die Schöpfung zu bewahren, damit weiter geerntet werden kann. Und dann möchte ich noch das Wort Verantwortung mit ins Spiel bringen. Wenn wir Verantwortung übernehmen und diese tragen, dann ehrt uns das und hebt uns auch über andere hinaus im positiven Sinne. Wenn wir Verantwortung ablehnen, auch die Verantwortung für Gottes Schöpfung, dann sind wir bei den Zuschauern, bleiben unmündig, rasen vielleicht auch auf die Katastrophe zu. Dann geht das Leben vorbei, dann geht es über uns hinweg. Ich ergänze, Leben kann nur mit Jesus gelingen. Wir sind einen weiten Weg gegangen, Erntedank, Nachdenken über Ernte, Nachdenken über den Dank, überlegen, was ist unsere Aufgabe, wo müssen wir andere unterstützen. Verantwortung, Verpflichtung, Bewahrung von Gottes Schöpfung. Und da sind wir ja längst noch nicht am Ende. Mich persönlich bewegt noch vieles, was ich heute Morgen gar nicht alles beantworten kann. Aber es ist gut, dass wir mit dem Denken begonnen haben, dieses fortsetzen und in die nächsten Tage gehen. Nicht auszudenken, wenn wir schon an einem Ende angekommen wären. Wir halten nach Lösungen Ausschau und die Bibel in der Hand. Amen.
Schöpfer der Welt, wie schön hast du unsere Erde gemacht, mit wie viel Liebe alles gestaltet. Überall können wir Erstaunliches entdecken, überall Zeichen deiner weisen Ordnung erkennen. Du hast alles so eingerichtet, dass genug da ist für alle Geschöpfe, dass alle glücklich leben können. Wie weh muss es dir da tun, wenn du siehst, wie rücksichtslos Menschen die Erde ausbeuten, wie brutal der Verteilungskampf unter uns ist, wie unerträglich das Los der Armen. Gott, wenn wir dich doch trösten könnten mit Achtsamkeit für deine Schöpfung, wenn wir das Leid von Menschen und Tieren doch lindern könnten durch einen veränderten Lebensstil. Wir haben gute Absichten, Gott. Hilf uns, sie in die Tat umzusetzen. Damit wir reich werden an deinem Reichtum. Gott, unser Vater, wir danken. Das Weltall, Erde, Pflanzen, Tiere und Menschen hast du werden lassen. Und du willst sie auch bewahren. Durch Sommer und Winter, Saat und Ernte erhältst du uns am Leben. Jesus, Sohn Gottes, wir danken dir. Du kommst zu uns in deinem Wort, du kommst zu uns in deinem Mahl. Brot und Wein, Frucht der Erde und menschliche Arbeit hast du zu Zeichen der Liebe Gottes gemacht. Heiliger Geist, wir danken dir. Du bist das Leben in allem, was lebt. Du lässt in uns den Glauben erblühen und Frucht bringen, in der Liebe zu Gott und seinen Geschöpfen. Dreieiniger Gott, wir bitten um deinen Segen für alle Arbeit am täglichen Brot, für alle Mühe um die Bewahrung der Schöpfung. Gütiger Gott, du hast uns deine Erde überlassen. Alle Lebewesen sollen auch hier deine Güte spüren. Sie hat genug für alle. Wehre der Hartherzigkeit, die
deine Schöpfung verachtet. Gerechter Gott, du hast uns dein Recht mitgeteilt. Es will die Würde jedes Menschen achten. Widersetze dich allen Verdrehungen und Missachtungen deiner Weisungen. Wahrhaftiger Gott, du stehst zu deinem Wort. Du bist gerade und klar. Widersprich unseren Versuchen mit Beschönigungen, Lügen und Manipulationen deine Worte zu entstellen. Sei du unser Licht. Erleuchte uns mit deiner Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Miteinander beten wir die Worte, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Ja, wir vergeben unseren Schulden und führen uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir stellen uns unter den Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden.